Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon-Schwert-Nuzlocke-Part. Was geht ab, Leute? Erstmal vielen lieben Dank für die Resonanz unter dem ersten Part. Ich habe mir jetzt mittlerweile so die Kommentare von euch beidesgehend durchgelesen. Ich bin sehr, sehr happy. Freue mich, dass ihr euch auf das Projekt freut. Ich habe ebenfalls sehr, sehr Bock. Und ihr habt mir einige Vorschläge in die Kommentare geschrieben. Erstens, okay, bei der Naturzone waren sich super viele uneinig. Manche meinten, yo, hol dir für jedes Gebiet eins. Manche meinten, 8 wären schon zu viel. Manche meinten, hol dir 4. Manche meinten, hol dir 1. Manche meinten, hol dir 3 für jedes Gebiet, weil die Naturzone ist ja basically unter 3 Gebiete aufgeteilt. Ich werde mich wahrscheinlich schlussendlich zwischen 3 oder 4 entscheiden. Entweder für alle 2 Orden ein oder pro jedem neuen Gebiet. Ich sage, pro jedem neuen Gebiet sehe ich aber auch auf jeden Fall. Ich will mal ganz kurz schauen, wie viele... Wir hätten, glaube ich, noch Pokébälle kaufen sollen, oder? Schauen wir kurz rein. Dann habt ihr mir geschrieben, dass, also jemand hat in die Kommentare geschrieben, dass er ebenfalls schon eine Nuzlocke in Schwert und Schild gemacht hat und der hat genau dasselbe gemacht wie ich mit den Ausrufezeichen-Encountern. Hier ist gar nicht der Supermarkt. Und er hatte dann das Problem, dass dann ab einem, wir können doch keine Pokebälle kaufen, aber fucking Beleber? What the fuck? Na gut, okay, holen wir noch 6 Tränke erstmal, weil wir haben 30.000. Und 2 Gegengifte. Okay, hey, wie komme ich denn jetzt an Bälle? Dann, ja doch, eigentlich sollten wir schon noch den Encounter auf der... ich weiß nicht, wie sehr sich das lohnt, zuerst den Encounter im Wald zu holen, weil den können wir eigentlich auch später holen dann. Ich glaube, das eilt dann gar nicht so. Auf jeden Fall meinte er, dass er das Problem hatte, dass wir hätten auch einfach anstatt Gegengift die Piersiff-Bären kaufen können, wild. Dass er dann irgendwann die ganze Zeit Dupes-Pokémon hatte und dann hat er es so gemacht, dass er dann in Raids gegangen ist. Da bin ich mir auch noch unsicher, weil ich habe den Account hier, weil ich spiele das ja mit einem anderen Nintendo-Account, habe ich gar kein Online-Konto dazu, deswegen müsste ich mal schauen, ob ich mir den da besorge. Aber solange wir jetzt erstmal noch nicht dort sind, muss ich mir, glaube ich, noch nicht so extrem die Gedanken darüber machen. Es sei denn, ihr habt einen Plan und wisst schon direkt, yo, du könntest es ja so und so machen, dürft ihr mir das natürlich selbstverständlich wieder in die Kommentare schreiben. Sowieso, ich bin sehr, sehr happy, dass so viele Kommentare dazu kamen. Also beziehungsweise, dass so viele kommentiert haben. Das habe ich sehr gefühlt. Gibt es eigentlich schon hier? Nee, die kommen erst später, glaube ich, ne, mit dem Rüstungspass. Ja, war ich sehr happy. Oh, das war keine Absicht. War ich sehr happy und hat mich, wie gesagt, sehr gefreut. Einige von euch, haben geschrieben, dass sie einfach nur ein Pokémon werden sollen. Ich habe gesagt, das soll er nicht machen, ihr Schlawiner. Aber, wie gesagt, einfach aktiv sein. Ich weiß gar nicht, ob wir in die Häuser reingehen sollten und irgendwie nachfragen sollen nach irgendwelchen Items. Aber, wenn ihr Pokémon werden wollt, seid aktiv. Dies, das, ihr wisst Bescheid. Und dann könnt ihr ein Pokémon werden. So, und es haben tatsächlich auch Leute geschrieben, dass sie noch nie, Schwert und Schild gespielt haben. Ich hoffe, dass es für euch okay ist, dass wir da nicht so großartig auf die Story eingehen. Und ich denke, ich werde die Videosequenzen-Skip anlassen. Einfach aus dem folgenden Grund. Bisher habe ich noch nichts davon gemerkt, dass irgendwelche Videosequenzen geskippt werden. Aber ich behalte es jetzt trotzdem erstmal bei. So, da vorne haben wir das Labor. Das heißt, ich würde mir sowieso die Bälle, die wir jetzt gerade haben, bin lieber ganz wichtig, aufheben, weil wir auf der Route hier zu 100% ein neues Pokémon fangen müssen. So, Route 2 sind wir jetzt nämlich. Will Hop schon gegen uns kämpfen? Oder macht er so Fang-Tutorial? Und kann ich mir dann Pokébälle kaufen? Das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, nach dem Fang-Tutorial gehen wir nochmal kurz zurück zum Poké-Center. Oh, nevermind. Alles klar. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ab jetzt Pokébälle kaufen können. Ich wollte schon wieder fangen sagen. Ich will irgendwie immer sagen, Pokébälle fangen, Alter. Ich pack's nicht. So, dann gehen wir, glaube ich, zuerst zurück zum Wald. Dann würde ich mir actually erst den Wald-Encounter holen. Ich hoffe, dass auch alles von der Pokémon-Anzeige her passt. Ich glaube, ich finde es eigentlich ganz nice mit den neuen Schwert- und Schild-Artwork sowieso, der TCG-Karten. Bin ich eigentlich ein großer Fan. Und da kann man sich ja mal das ein oder andere süße Artwork raussuchen. Gerade das Raffel finde ich super funny. Gefällt mir sehr. So, Route 1 haben wir ein Pokémon gefangen. Können wir jetzt zum Glück skippen, hier an der Seite. Außerdem leveln wir ja die Pokémon auch über den DP-Titel. Das heißt, es ist nice, schon relativ früh hier viele Pokémon zu bekommen. Wir könnten uns den Wald-Encounter auch für später aufnehmen, aber das ist ja schon fast... Ich glaube, es ist...
Ist es After Story? Ja, ich glaube, es ist fast After Story. Ja, nee, brauchen wir nicht. Vielleicht ist da sogar noch ein extra Gebiet. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig. So, wir wollen nicht nach Hause. Mal Knospi, was geht? Aber wir können da noch gar nicht rein. Alles umsonst. Hä, kann man da erst später wieder rein? Ich meine, wir waren am Anfang drin und da gab es dann Micro und Raffel, aber das waren ja die Static Encounter und hatten wir noch keine Bälle. Ah, schade. Ich dachte, da hätte man schon reinkommen. Ich war mir sicher, dass ich damals einen Micro in meinem ersten Playthrough gefangen habe. Deswegen habe ich gedacht, okay, yo, dann hole ich mir das dort. Aber wahrscheinlich habe ich mich nur daran erinnert, dass ich das dort gesehen habe als allererstes. Das kann natürlich sein. Kann natürlich sehr gut sein. Na gut, zum Glück keine Time gewastet. Dann gehen wir jetzt auf Route 2, holen uns dort den ersten Encounter und haben dann ein drittes Team-Pokémon. Ich freue mich. Jetzt hätten wir Bälle kaufen können. Ja, ich sag, wir haben 20 Pokébälle, das reicht locker erstmal. So, erste Ausrufezeichen-Encounter. Ich muss natürlich aufpassen, wegen den ganzen anderen Mons, die hier so rum... Ah ja, da ist er. Okay, unser Encounter ist ein Micro. Okay, let's go. Ja, feier ich. Kramo will ich auf jeden Fall gerne haben. Level Anspannung. Okay, Anspannung ganz nice. Wobei es geht. Oh, Level 6, Alter. Das ist knackig. Das ist sehr knackig. Ich gehe mal einmal für Klaps. Ich glaube, Aquaknarre würde ja zwar auch gut wegstecken, aber ich bin nicht so sicher, Leute. Wisst ihr, machen wir einen ruhigen. Ja, natürlich, Critter haben sie erstmal wild. Sehr, sehr wild. Aber Micro finde ich gut. Finde ich gut. Ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich gewesen, dass wir den bekommen. Hier. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was es hier noch alles gibt. Hätte ich mich vielleicht vorher informieren können, aber ist ja gar nicht so extrem wichtig. Also, Überheblichkeit. Passt. Macht nicht viel. So, wir werfen... Nee, ich will nicht Pokémon-Info. Wir werfen ein Pokéball. Und gönnisieren uns Micro. So, jetzt möchte ich mir natürlich auch einen Namen raussuchen. Wie gesagt, ihr wart sehr zahlreich in den Kommentaren vertreten. Ich würde... Micro war männlich, glaube ich, ne? Okay, so, Kodaklauen erreicht Level 4, wild. Sehr, sehr wild. Micro ist... Jetzt zeig mir nur an, ob der männlich oder weiblich ist. Männlich, okay. Dann benennen wir Micro nach Basti, aka Blackie. Du wirst unser Micro, aka Kramer. Ich werde es mal nach Basti benennen. Wie gesagt, Basti, aka Blackie. Für dich gegrüßt. Kuss geht raus. Und du bist unser... Micro. Ja, stimmt, hier hätte es noch Dings gegeben, ne? Die Vorentwicklung von Gaunux. Oder ist Gaunux die Vorentwicklung? Kleptifux ist halt so das andere, ne? Kleptifux, Gaunux, die zwei halt. Ich glaube, Kleptifux ist das Kleine und Gaunux ist das Große, irgendwie so. Wir geben Basti auch direkt die Sinebeere. Und wir heilen ihn einmal mit dem Trank hoch. Ich habe keinen Bock, jetzt zurück ins Pokécenter zu laufen. Und wir haben es ja, ne? Und dann können wir mit Basti auch ein bisschen trainieren hier an der Stelle schon. Das ist ganz knackig. Weil ich sag mal, Level 6 macht man da, glaube ich, gar nicht so viel verkehrt. So, gehen wir weiter. Später haben wir noch einige Angel-Encounter. Wie gesagt, ich freue mich schon darauf, einige Pokémon, wie zum Beispiel auch Barakiefer oder so, maybe Spinner in der Nuzlocke benutzen zu können. Wild. Will ich auf jeden Fall feiern. Wie gesagt, ich feiere es halt, so Pokémon zu spielen, die man halt normalerweise nicht irgendwo sieht. Okay, Raffel. Level? Ist der Level 6 schon echt krass? Oder bin ich so unterlevelt? Welches Level ist das, Raffel? Wahrscheinlich auch so 5, 6, oder? Ja, auch 6. Okay. Geht fit. Ich weiß actually gar nicht, wie viel Schaden er uns macht. Okay, wir machen ihm nicht so extrem viel Schaden. Wir uns aber auch nicht. Wir haben halt die Macht der Tränke. Die Macht der Tränke rettet uns. Und die XP nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Wir vorhitten ihn. Aber er uns natürlich auch. Ah, wir haben die Sinebär. Okay. Gut, wir müssen wahrscheinlich nicht mal den Trank einsetzen. Ich denke, dass wir sogar Level 7 bekommen, wenn wir den besiegen. Dass wir ein ganzes Level-Up bekommen. Die Sinebären sind schon broken. Da sollten wir uns später auf jeden Fall noch mehr. Und ich glaube, wir müssen sowieso später dort nochmal zurück. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber im Notfall gehen wir halt nochmal zurück, um uns noch einige Sinebären zu holen. Weil die sind hier für den Start, sind die nice. Sind die sehr, sehr angenehm. Sehen noch nicht als Highlight-Items. Das ist halt auch das Knackige, ne? Falls ich da irgendwann mal... Ja, es gibt richtig knackige XP. Cooler Clown lernt schon Biss. Ach, der hatte nur ein Pokémon. Ich hatte zwei Pokémon, okay?
Ja, okay, wäre schon krass gewesen. Zwei Pokémon, das eine jetzt schon auf Level 6, das nächste wahrscheinlich auch Level 6 oder so. Wäre wahrscheinlich nicht der Play gewesen. Oh, wir holen uns das Item da oben. Zwei Tränke, ich glaube, nee, ich sah gerade aus, das wäre noch irgendwo ein verstecktes Item. Tipps für Trainer. Pokémon halten für gewonnene Kämpfe Erfahrungspunkte und werden so stärker. Ein anderer Weg, um an Erfahrungspunkte zu kommen, besteht darin, Pokémon zu fangen. Wild. Zu wild. Was haben wir hier rechts? Oh. Ist auch safe noch ein Item. Ich habe halt legit absolut gar keinen Plan mehr. Ich sag's, wie es ist. Also ich habe einmal Schwert und Schild jetzt durchgespielt. Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich sage, ich werde das wird bestimmt auch irgendwann in der Zeit bekommen, wo ich einfach mir denke, alles klar, ich weiß nicht, wo es hier weitergeht. Leute, bitte helft mir. Ich sage es nicht unwahrscheinlich, dass wir irgendwann zu diesem Zeitpunkt kommen. Okay, kam Herbst. Ist der schon von Typ Gestein? Ich glaube schon. Ich schaue jetzt mal kurz nach, ob der schon von Typ Gestein ist. Das interessiert mich gerade tatsächlich. Kamehaps. Ist der schon Wassergestein so früh? Ja, ist nur Wasser, ich wollte gerade sagen. So ein frühes Wassergestein-Pokémon wäre schon crazy. So, greifen wir mit Peaks an. Ist leider kein Free-Hit. Am Tackle sollte auch nicht so viel Schaden machen. Ist kein Stab. Ja, nothing, Alter. Macht nothing. Jemand hatte mich auch gefragt, ob ich die Edition randomisen könnte. Ehrlich gesagt, könnte ich das. Wenn ich ein bisschen begabter wäre mit dem ganzen Shit drumherum. Also meine Switch könnte das auf jeden Fall. Aber das heben wir uns für die Zukunft auf. Jetzt will ich erstmal ganz entspannt hier einen Nuzlocke mit den normalen Pokémon machen. Es haben mir auch einige in die Kommentare geschrieben, dass sie Probleme hatten. Also, dass sie die Nuzlocke nicht geschafft haben. Ohne Randomizer, ganz normale Nuzlocke. Dass sie die nicht geschafft haben, dass sie zu schwer war. Viele sind bei Deleon gestorben, habe ich so das Gefühl. Deswegen wird interessant. Ich bin halt sehr gespannt, wie unser Team am Ende aussieht. Ich werde es wahrscheinlich versuchen, so ein bisschen auf Deleon auszulegen. Und sowieso müssen wir natürlich auch vor Dynamax aufpassen. Ne? Dynamax kann uns natürlich super hart Hops nehmen. Und da habe ich eigentlich gar nicht so Bock drauf. Aber es kann passieren. Deswegen müssen wir mal schauen. Ne? Aber wie gesagt, kann uns ja komplett wegnuken. Aber wir können ja genauso Dynamaxen ab einem gewissen Zeitpunkt. Was ganz nice ist. Und ja. Müssen wir halt nur gut einsetzen. Ich glaube, dass Kate auch noch ein bisschen gefährlich werden könnte. Jo. Dass sie ein bisschen spooky ist mit ihrem Kamehameha. Kamein. Nee, Kamein. Gut, dass ich die Kamehab. Ich hatte gerade die Kamehab-Seite neben mir noch offen auf meinem Monitor. Hab dann gesehen. Ah ja. Kamein. Knackig. Deswegen, ja. Sind wir da auf jeden Fall gut ausgerüstet. Okay, klappt die Fuchs. Ach, stimmt, ja, wir haben von Wechsel auf Folge. Eine mächtige Erneuerung. Okay, wir gehen beide für Aqua klar. Fuchskeep sollte unsere Sinelbeere wahrscheinlich sogar. Ja, triggert unsere Sinelbeere. Wir sind da sehr gut dabei. Passt alles. Ich habe so ein bisschen Angst gegen Inteleon. Ich glaube, Inteleon war nicht der beste Pick für einen Nuzlocke. Ich glaube, für einen Nuzlocke wäre der beste Pick Safe Gortrom gewesen. Und für eine Nuzlocke, wie gesagt. Ist für Taeyeon, ich glaube, Taeyeon ist das anbalkigste von den dreien. Ich meine, das Ätzende bei Hoplo, beziehungsweise bei Cinerace, also bei Libelo, ist ja, dass er Pyro behalten müssen kann. Das ist ja ein bisschen nervig. Aber ich glaube, hier ist halt nervig, dass in Taeyeon so unbulky ist. Ich glaube, das ist das Einzige, was so nervig ist. So, ich weiß gar nicht, ob Hop jetzt gleich gegen uns kämpfen will. Ich habe actually keinen Plan. Ich heile jetzt mal nicht hoch. Ich sage, selbst wenn er gegen uns kämpfen will, ich glaube, erstens heilt er uns vorher und zweitens nehmen wir den halt einfach Hop. Versteht ihr? Oh, wir können ja angeln. Ah, ich hätte mir hier einen Angel-Encounter holen sollen. No. Okay, ich glaube, das ist nervig. Das nächste Mal haben wir jetzt einen Angel-Encounter. Hätte ich machen sollen. Okay, wen haben wir hier bekommen? Ich glaube, wir haben Micro bekommen. Naja, dann ist es erstmal okay. Dann ist es okay. Theoretisch gesehen kann ich mir aussuchen, ob ich die Ausrufezeichen-Encounter einfach nehme oder ob ich einfach an den dran vorbeilaufe und mir dann einen Angel-Encounter hole. Weil so oder so, zwischendurch, wir werden Wasser-Pokémon brauchen. Okay? Das ist halt das Knackige. Dass wir da so ein bisschen die Freiheit haben und das selbst entscheiden können. Würde ich mal behaupten. So, Manolika, das ist die wahre Pokémon-Professorin. Ich glaube, sie ist die Großmutter von Sanya. Für die Leute, die die Story nicht kennen. Ich versuche sie euch immer grob zusammenzufassen. Und die erzählt uns halt so ein bisschen was von
Champion, Pokémon Arena Challenge, Pokédex. Wir werden geheilt, perfekt. Ja, ich glaube, wir müssen gleich gegen Haupt kämpfen. Ich warte draußen auf dich, ja. Genau. Und dann geht es gleich um das Dynamax-Phänomen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das gleich schon kommt. Oder ob das, ob das ja später kommt. Okay, wir müssen noch mit ihm reden. Ja. Alright. Okay, los geht's. Dann wollen wir mal. Ich habe immerhin durch den Hops genommen Joke. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Der ist zwar echt scheiße. Aber ich habe schon mal einen knackigen Titel. Das ist die Hauptsache. Ich feiere die Musik immer noch. Also, Schwert und Schild hat schon viele gute Tracks. Aber ich sage sowieso, es ist ähnlich wie mit Sonic. Traurigerweise. Die Spiele werden nach und nach immer ein bisschen schlechter. Aber die Musik ist immer noch fire. So. Ich meine, die ganzen neuen Sonic-Games, ich sage es, wie es ist. Die meisten davon sind Trash. Ich habe tatsächlich Sonic Generations nie gespielt, muss ich zu meiner Verteidigung aber sagen. Aber habe es mir geholt. Das war, glaube ich, letztens für 1 Euro oder so im Steam-Shop oder so. Und dann habe ich mir das geholt. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall demnächst nachholen. Aber ich habe zum Beispiel Sonic Forces und die ganzen anderen gespielt und die waren echt nicht gut. Aber die Musik in fucking Sonic ist immer übel nice. Okay? Ist wirklich immer gut. Deswegen kann man da nicht so Auge machen. So, ich muss jetzt, wie gesagt, schauen, dass wir auch nicht überleveln, ne? Weil wir haben halt den DP-Teil an. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt würde ich sogar sagen, dass wir Pokémon, wenn sie zu hoch gelevelt sind, einfach auf die Box packen. Würde ich machen. Hätte ich jetzt nicht so das Problem mit. Wir sind ein guter Spieler, okay? Vor allem wir. Also wir alle sind ein guter Spieler als Team. Und ich glaube an uns, dass wir da auf jeden Fall einiges reißen können. Aber es ist halt echt cool, dass man teilweise seine Pokémon nicht unnötig in den Kampf reinschicken muss. Ich will natürlich versuchen, nicht nur die ganze Zeit mit Mamion oder mit immer nur einem Pokémon zu spielen. Weil in normalen Games ist es halt so, also in den älteren Games ist es so, wenn du Monorun machst, dann hast du halt verkackt ab dem Zeitpunkt, wo dein MVP, dein Mon, was, mit dem du halt allein durchgehst, halt stirbt. Das hier ist natürlich unwahrscheinlich, dass irgendwann stirbt. Aber das kann ja trotzdem jederzeit passieren. Und wenn wir jetzt so die ganze Mamion spielen würden, dann würde irgendwann Mamion übelst hoch sein, könnte sterben, aber die anderen sind trotzdem noch hoch vom Level, weil die halt einfach mitgelevelt werden. Und deswegen, ich werde versuchen, da so ein bisschen so einen Ausgleich zu finden. Ich habe ja jetzt auch schon viel mit Micro gekämpft, obwohl ich da auch hätte die ganze Mamion kämpfen können. Das heißt, ich werde es mir selbstverständlich nicht einfach machen. Ich werde mir die Challenge so schwer wie möglich machen. Und wenn am Ende Mons sterben, dann sterben die, okay. Wir wollen es natürlich verhindern, aber es ist halt eben möglich. Aber es ist halt natürlich trotzdem auch ganz interessant herauszufinden, wie läuft so eine Nuzlocke in Pokémon Schwert und Schild. Versteht ihr? Und es war, ist hier Dynamax irgendwas, ne? Ja, genau. Ich sag doch, irgendwas mit Dynamax ist hier gleich. Natürlich fallen auch direkt 2 runter. Und 2 Wundsterne, na klar, Alter. Kennt man. Auch direkt dort auf dem Boden. Kennt man alles. Ja. Yep. Der Krake sagt, ich will der Allerbeste sein. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich weiß gar nicht, ob man ab dem ersten Arena-Leiter schon Dynamaxen kann. Bin ich ganz ehrlich. Weiß ich actually nicht, ob das da schon möglich ist. Ich glaube, also ab dem zweiten safe. Ich bin mir gerade unsicher beim ersten. Wir werden nochmal geheilt, okay. Einfach nochmal 3 Jahre Blackscreen. Okay, es ist einfach so viel Story. Pokémon geht halt mehr so eine Story-Game-Richtung. Ist halt einfach so, wie es ist. Ich habe es ja im letzten Part schon gesagt, wenn man es einfach mit Pokémon Rot und Blau vergleicht, die sind halt so Deluxe dagegen. Also Deluxe im Sinne von, du zockst halt einfach. Du hast auch eine Story. Ich sag in Pokémon Rot und Blau ist halt auch die Story um das Bösewicht-Team. Und Top 4 und Blau und so weiter. Also du hast ja halt die Blau-Story basically. Du hast die Team Rocket, aka die Giovanni-Story. Und dann war es das. Du hast keine krasse Story um die legendären wie hier Pokémon, wie hier. Also mit Mewtwo und so, da gibt es jetzt keine krasse Story drumherum. Und auch sowieso Gegenstoß, okay, nehmen wir mit. Und auch sowieso
ist halt alles sehr dezent gehalten, aber es reicht. Wisst ihr, ich finde die Story um Giovanni finde ich halt super nice, besonders dadurch, dass sie auch später mit in die weiteren Games übernommen wurden. Das ist ja sowieso so insane, ne? Mit Giovanni und Silver und sowieso in Gold und Silber. Hat sich gereimt. deswegen, das war sehr dezent, wie die Story damals gehalten war. Aber es war gut. Es war wirklich gut. Und ich würde mir mehr mal wieder sowas wünschen. Aber ich sag's, wie es ist. Ich glaube nicht, dass das Pokémon da wieder irgendwie einen Schritt zurück macht. Also für sie klingt es wahrscheinlich eher wie ein Schritt zurück. Aber für uns wäre es halt, also für viele für uns wäre es ein Schritt nach vorne. Es gibt natürlich auch einige, die sagen, yo, ich feiere diese extrem Story-Shit und so weiter, feiere ich übelst. Kann natürlich gerne sein, ne? Mache ich auch kein Auge. Jeder, wie er mag. Aber für mich ist halt eben, oh, da fand es einfach ein paar Kiefer, Alter. Oh, shit. Für mich ist halt eben das Ding ist entspannter. Dieses, du kannst tun und lassen, was du willst. Du kannst spielen, wie du willst. Kannst machen, wie du willst. Das war ja damals sowieso so krass, dass du ja auch in Rot und Blau in verschiedene Orte gehen konntest. Oh, hier hätte es schon Voldy gegeben? Yo. Ich muss, okay. Man muss aber auch dazu sagen, Maiko ist basically wahrscheinlich so mit eins der besten Pokémon für die erste Arena. So ein Kamehameha, es wäre natürlich cool gewesen, den so früh zu haben. Aber bringt mir selbstverständlich für den ersten Ort nicht so viel. Deswegen, ich glaube, da ist Maiko schon ganz nice. Sowieso Dynamax Maiko. Besonders, weil wir Memeon haben, stimmt, ne? Moin. Fällt mir auch gerade so auf, deswegen da haben wir schon ein gutes Pokémon mit. Ich weiß nicht, ob Raffel irgendwas großartig in der ersten Arena bringt. Er ist halt relativ solide. Wir haben mit Backentaschen was Cooles auf Raffel. Und wir werden uns, wie wir sehen, wir müssen hier scheinbar wieder zurück. Wahrscheinlich, weil wir hier mit der Bahn fahren müssen. Und dann können wir uns jetzt gleich noch ein paar Silbären holen. Also ich sag, dafür, dass man so früh die Bären bekommt, ist Backentaschen-Raffel, glaube ich, sogar echt nice. Ich glaube, damit macht man gar nicht so viel falsch. So, wo war der Bärenboy? Der Bärenboy. Der Bibi. Okay, dann holen wir uns noch ein paar Sinebären. Dann, wir holen uns 20, Alter. Hey, komm, wir holen nochmal hier so 13. Wir haben das Geld, okay, wir haben das Geld halt wirklich. Und ich werde jetzt erstmal nicht sehr viel Cash in Outfits oder so stecken. In Zukunft vielleicht schon. Aber jetzt gerade erstmal noch nicht. Könnt ihr ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr sagt. Oh, nee, ich will es nicht einsetzen. Sagt ihr, Bro, du siehst scheiße aus. Hol dir jetzt gefälligst ein niceres Outfit. Oder sagt ihr, ja, sehe ich. Wahrscheinlich erstmal effizienter das Geld ausgeben und dann später das, was man übrig hat. Dann für alles andere. Ist halt eine Nuzlocke. In einer Nuzlocke sollte man immer ein bisschen sparsamer umgehen, sag ich mal. So. Aber wir fahren jetzt direkt in die... Fahren wir schon direkt in die Naturzone rein? Ist das jetzt schon... Warte, nee, das ist... Nee, das kann nicht sein. Weil wenn wir in die Naturzone... Nee, wenn wir in die Naturzone fahren würden, dann... Dann wären wir schon auf dem Weg zum dritten Orden. Das kann es nicht sein. Nee. Aber ich sag's dir, ich habe halt actually keinen Plan, wo ich jetzt hinfahre. So sehr erinnere ich mich noch an Schwert und Schild. Das muss halt geändert werden und deswegen spielen wir den Shit auch wieder. Deswegen machen wir das, deswegen machen wir hier die Schwertnaslog. Um zu schauen, Alter, was geht denn hier eigentlich ab? Skaten! Oh, ich könnte mir... Ich merke gerade... Ja... Ah, okay, nee. Also, ich habe Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich mit dem Account, auf dem ich hier spiele, also ich spiele ja mit einem anderen Profil, wie gesagt, weil ich mit dem noch nicht Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu gespielt habe, dass ich die nicht bekomme. Es wäre theoretisch gesehen Static Encounter, aber ich glaube, ich muss mir die auch nicht holen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, soll ich mir Pikachu und Evoli hier abholen bei denen? Ich meine, wie gesagt, ich habe Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu. Ich könnte einmal kurz ins Spiel reingehen und dann könnte ich mir bei den beiden hier die abholen. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder sagt ihr, na, nee, mit Pikachu und Evoli hättest du jetzt schon ein
zu krassen Vorteil. Mach mal nicht. Könnt ihr auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin sowieso sehr angewiesen auf euch, deswegen ich werde die Parts gar nicht so extrem vorproduzieren, weil ich da sehr... Bist du jetzt schon in der Tourzone? Krass. Okay. Weil ich da sehr up-to-date bleiben möchte. Wir sind doch schon jetzt in der Naturzone, okay. Wild. Sehr, sehr wild. Das heißt, ich werde mich jetzt... Okay, wenn wir jetzt in der Naturzone sind, dann muss ich mich jetzt natürlich entscheiden. Und ich sage, wir... Ach schon, wir können auch Raids trotzdem machen, ne? Merke ich gerade. Ha, okay, wenn es später mit den Dupes Pokémon ist, dann gehen wir einfach zu einem Nest und dann holen wir uns ein Nest-Pokémon. Dann machen wir das so. Aber was ich sagen wollte, ich werde mich dazu entscheiden, 3 Pokémon in der Naturzone zu fangen. In jedem Gebiet ein Pokémon. Das Gute ist, ich habe absolut keinen Plan, welches Pokémon es wo gibt. Das heißt, ich kann mir basically einfach aussuchen, ab wann ich mir irgendwo ein Ausrufezeichen-Encounter holen will. Ich muss jetzt nicht direkt ins erste Grasbüschel reinrennen. Ich kann mich vielleicht so ein bisschen darauf verlassen, was für ein Wetter gerade ist. Aber das werde ich gleich spontan entscheiden. Ich denke, dass wir uns vielleicht gleich noch den 4. Encounter holen werden. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht machen wir es auch im nächsten Part. Weil ich glaube, das hier ist doch ein guter Zeitpunkt, um diesen Part zu beenden. Dieser wunderschönen Natur zur Musik. Wie gesagt, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob das so passt. Dass ich, falls die Dupes Monster zu krass werden, dass wir einfach zu einem Nest gehen und uns dort ein Pokémon fangen können. Und 3 Pokémon in der Naturzone, in jedem Gebiet, was immer so dazu kommt, 1. Ich glaube, das ist fair. Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, ihr seid so mit den Änderungen, so wie ich mir das jetzt alles gedacht habe, zufrieden. Wie gesagt, da ist eure Meinung gefragt. Und ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne eine positive Wertung da, falls ihr das Projekt weiter unterstützen wollt. Dann kommen natürlich auch mehr Parts, ne? Ihr wisst Bescheid, wenn ich merke, ja, Bock, Alter, dann baller ich natürlich hier auch die Parts am laufenden Fließband raus. Alright. Ansonsten würde ich sagen, wie gesagt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.